Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist John Schmidt. Ich bin der Meinung, dass Bayer gerade stark unterbewertet ist. Wieso ich glaube, dass wir es gerade hier mit einer so attraktiven Bewertung zu tun haben, werde ich dir jetzt in diesem Video erklären. Schauen wir uns dafür erstmal an, wie Bayer überhaupt sein Geld verdient. Also die Umsatzverteilung sieht folgendermaßen aus. 50% der Umsätze erzielt Bayer mit Agrochemie, 38% mit Pharmacy und die restlichen 12% mit Consumer Health. Also einmal eben Agrochemie und Gesundheit. Das sind die zwei großen Themen bei Bayer, die ja erstmal schon mal ziemlich, naja, jetzt nicht komplett gegensätzlich sind, aber so richtig zusammen passt eigentlich nicht. Dazu kommen wir aber später noch. Erstmal möchte ich über die zwei Megatrends sprechen, die wir jetzt gerade, also die Bayer einfach gerade voll bedient. Erstmal ist es die wachsende Weltbevölkerung. Mit steigender Weltbevölkerung geht natürlich auch einher, dass man immer mehr Nahrung benötigt und am besten dann halt auch Düngemittel, das den Anbau immer effektiver macht. Also dass man zum Beispiel auf einer halb so großen Anbaufläche auf einmal doppelt so viel anbauen kann. Also Bayer wird zwar immer gerne hier so als böse dargestellt, gerade so Monsanto, das war ja wirklich mega schlimm in den Medien, aber im Prinzip, sie sorgen halt einfach dafür, dass wir in einer Welt, wo wir immer mehr Nahrung brauchen, auch genug Nahrung bekommen. Und der zweite Megatrend ist die steigende Lebenserwartung. Die Menschen werden immer älter und älter und älter. Das heißt aber natürlich nicht, dass die jetzt alle bis 95 gesund sind und dann auf einmal tot umkippen, sondern man hat halt eben im Alter immer mehr Krankheiten, braucht dafür Medikamente und auch hier ist Bayer dann halt eben so voll im Megatrend dabei. Also Bayer, kann man sagen, sorgt dafür, dass die Menschen einmal genug Nahrung haben und dass sie gesund bleiben. Von daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn immer gesagt wird, dass Bayer ja so eine unmoralische Aktie ist. Ich kann hier ehrlich gesagt nicht erkennen, was hier jetzt so mega schlimm und unmoralisch sein soll. Doch meiner Meinung nach hat gerade eben diese ja quasi ständig negative Berichterstattung, die dieses ja schon teuflische Bild von Bayer vermittelt hat, massiv dazu beigetragen, dass die Bewertung jetzt zu niedrig ist. Immer wenn Bayer in den Medien war, und die waren ja wirklich oft in den Medien, ging es immer nur um Glyphosat, um Schadensersatzzahlungen, um Anklagen, um krebskranke Menschen, hier Probleme, da Probleme. Immer wenn Bayer in den Medien war, es war immer negativ, es waren immer Horrormeldungen. Und wenn man täglich Horrormeldungen von einer Aktie in der Zeitung liest, natürlich will die keiner mehr haben, ist ja klar. Natürlich will die jeder verkaufen, natürlich hat die irgendwann eine sehr niedrige Bewertung. Das erinnert mich so ein ganz klein bisschen an Meta. Das sind natürlich komplett verschiedene Unternehmen, aber da war es auch irgendwann so, dass nur noch negativ über Meta berichtet wurde. Hier Datenschutzrichtlinien verletzt, da eine Anklage, hier Schadensersatzzahlungen. Mark Zuckerberg ist jetzt angeblich ein ganz schlimmer CEO, der schmeißt hier nur noch Geld für das Metaverse raus, das Geld wird verbrannt, das bringt alles nichts, der leistet schlechte Arbeit, Mark Zuckerberg ist sowieso viel zu mächtig. Der muss eigentlich abgesetzt werden, katastrophaler CEO, auf einmal war alles schlecht. So Mark Zuckerberg, früher immer der Held, und auf einmal war jetzt angeblich alles schlecht. Es wurde nur noch negativ über Meta berichtet und die Aktie, natürlich, wenn nur negativ berichtet wird, verkaufen die Leute, ist ja klar, jetzt genauso wie bei Bayer halt eben auch. Und die Aktie ist nach unten gegangen ohne Ende, aber irgendwann war das halt auch mal vorbei. Irgendwann, so hat man halt eben auch mal aufgehört, immer nur negativ über die zu berichten und dann ging es auch mal irgendwann wieder nach oben. Und ich glaube, bei Bayer sind wir jetzt auch an dem Punkt. So das ganze, die ganze Monsanto-Geschichte hier, bei den ganzen Klagen, den ganzen Schadensersatzzahlungen, das Thema ist langsam durch. Also hier wird es nicht mehr so viele negative Berichterstattungen geben. Und jetzt haben wir langsam auch mal wieder so ein bisschen Luft für positive Berichterstattung oder zumindest keine negative mehr. Und ich glaube, das wird bei Bayer einen riesen Unterschied ausmachen. Weil Bayer ist gerade einfach nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Sie sind gerade in den Bereichen, wo sie unterwegs sind, da haben sie eine sehr starke Stellung im Markt, sie sind da eigentlich sehr gut aufgestellt und das spiegelt sich gerade in der Bewertung absolut nicht wider. Dazu kommt noch, dass Bayer auch nicht mal sonderlich zyklisch ist, weil ihre Branchen, in denen sie vertreten sind, Agrochemie und Gesundheit, da sind halt einfach keine zyklischen Branchen. Also auch in einer wirtschaftlich schwierigen Phase müssen die Leute halt trotzdem noch essen und auch Medizin, Medikamente, das ist das allerletzte, woran eine Gesellschaft spart. Man spart vielleicht in angespannten wirtschaftlichen Zeiten am Auto, am iPhone, am Urlaub, am Essen gehen, aber nicht an Medikamenten. Also das ist ja auch schon mal ein klarer Vorteil. Und der nächste Punkt, der in meinen Augen einen riesen Unterschied ausmachen wird, ist, dass wir jetzt einen CEO-Wechsel haben. Baumann, so nett wie er war, cooler, netter Rheinländer, sympathischer Auftritt immer in Interviews, fand ich ihn immer sehr gut. Ich mochte ihn wirklich. Nur man muss einfach sagen, seine Bilanz war eine Katastrophe. Die Monsanto-Übernahme ist so nach hinten losgegangen. So viel Geld wurde verbrannt. Das Vertrauen von den Investoren ist komplett weg. Das war komplett weg. Und es gibt an der Börse bei Aktien nichts Schlimmeres, als wenn die Investoren überhaupt kein Vertrauen mehr in den CEO haben.
Wenn das Vertrauen einmal weg ist in den CEO, dann bedeutet das solche Bewertungsabschläge. Das ist einfach so. Also mit das Wichtigste bei einem Aktieninvestment ist halt, dass ein Unternehmen gut geführt ist. Und wenn man das dem Unternehmen, wenn man das der Führung nicht mehr zutraut, dann gibt es saftige Abschläge. Jetzt ab Juni, ab dem 1. Juni, ist Bill Anderson der neue CEO. Gott sei Dank auch kein interner, Gott sei Dank hat man einen von außen geholt. Er war davor CEO bei Roche im Bereich Pharmazeutik. Also er kennt sich auch schon aus in der Branche, da lief es auch schon ganz gut bei ihm. Da hat man jetzt wirklich die Chance für einen Neuanfang. Er kann jetzt gute Arbeit leisten und das komplette Vertrauen von den Investoren, von den Anlegern, das kann wieder zurückkommen. Und diese Bewertungsabschläge, die es ganz sicher gegeben hat für Baumann, die können dann endlich mal wieder verschwinden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, warum es um die Aktie so schlecht steht, also warum die in den letzten Jahren nicht so geil gelaufen ist. Weil das Vertrauen in Baumann halt einfach nicht da ist. Die nächste Chance bei Bayer, von der allerdings zugegebenermaßen auch schon seit Ewigkeiten geredet wird, ist die Abspaltungsfantasie. Wir haben hier gerade bei Bayer einen massiven Konglomeratsabschlag. Wie gesagt, Agrochemie, Pharmazie, das passt nicht so richtig zusammen. Die Investoren, die Anleger wollen eine Abspaltung sehen. Dann sind wir sofort bei einer ganz anderen Bewertung. Bayer hat sehr starke Einzelteile, also das ist ja wirklich eine Kursexplosion. Wenn das passiert, weiß man natürlich nicht, ob es kommt, aber neuer CEO, neues Glück und wir haben auch gerade weltweiten Trend hin zu Konglomeratsabspaltungen. Beispiel Johnson & Johnson, Siemens, Daimler. Also falls das passiert, das wäre natürlich der absolute Coup. Aber auch wenn es nicht passieren würde, die Bewertung ist meiner Meinung nach gerade auch so sehr niedrig. Wir haben jetzt gerade einen Kurs von 54 Euro, Marktkapitalisierung 53 Milliarden Euro. Das KGV liegt gerade bei knapp 7, ein KGV von knapp 7, das ist jetzt echt nicht hoch. Und natürlich, die Nettofinanzverschuldung, die ist nicht niedrig, aber ist auch nicht mehr gigantisch hoch. Das ist auch nicht der Fall. Wir haben jetzt gerade eine Nettofinanzverschuldung von 36,1 Milliarden Euro. Das entspricht dem 4,2-fachen EBIT. Man sagt immer so, bis zum 4-fachen EBIT ist es noch so okay, aber das ist schon sehr hoch und das 4-fache EBIT ist die Grenze. Man ist jetzt knapp drüber bei einem 4,2-fachen. Das ist natürlich hoch, aber das ist noch okay. Also wir reden ja auch von einem 7er KGV, wir reden ja von einem Unternehmen, was eigentlich wirklich hier sehr starke Einzelteile hat. Also wenn man das noch aufteilen würde, aber auch so, es läuft jetzt ja nicht schlecht. Also Quartalszahlen zugegebenermaßen, bevor es jetzt jemand in die Kommentare schreibt, waren jetzt nicht so der Knaller. Aber für mich ganz klar kaufenswert Bayer. Ich bin hier sehr optimistisch. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von Bayer hältst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren.